Denn bei einer Befehlsausgabe oder überhaupt bei so einem Zusammentreffen wurde die Frage gestellt, wer kennt das Barrohr, das amerikanische, wer hat damit schon einmal geschossen? Und ich war damals der Einzige, der das aus der Watenel Zum gekannt hat und der auch einen einzigen Schuss damit abgefeuert hat. Und ja, und so habe ich gesagt, ja, ich kenn's. Und daraufhin haben sie gesagt, okay, du gehst mit zwei Mann hinunter nach Nickelsdorf und da unten sind zwei russische Panzer aufgefahren und wir begegnen der Bedrohung mit einem Panzerabwehrtrupp. Na gut, schön. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, jetzt kommen Sie auf einmal mit einem geschulterten Panzerabwehrrohr, kommen Sie mit zwei Mann, mit zwei Kameraden dort hinunter, die führen Sie mit dem Jeep entlang nach dem Zollwachhaus entlang der Straße und der Jeepfahrer, der war heilfroh, dass er wieder umkehren konnte, weil er ja in einer Entfernung von 300, 400 Meter die zwei Panzer gesehen hat und hat gesagt, also ich bringe euch da her, ich bin schon wieder fort. Und jetzt sind wir dort im Straßengraben gelegen und haben mit zusammengesetzten Panzerabwehrrohr und haben nun hinübergeschaut, was machen die beiden Panzer nun. Die haben aber ihre Rohre landeinwärts gedreht und sind bei offener Luke fast heraußen, rauchenderweise sind die russischen Soldaten dort gesessen. Und so haben wir eigentlich die zwei Stunden, die wir dort gelegen sind, denn nach zwei Stunden war dann die Ablöse, haben wir hinübergeschaut auf die zwei Panzer, was machen die?